Willkommen zurück zu Gothic. Wie versprochen in der alten Mine. Es gibt hier eine Spitzhacke, die ich zwar nicht brauche, weil ich schon eine habe, aber hey, die kann ich sicherlich verkaufen irgendwann. Ich bin ja nicht gierig oder so, aber guck mal hier, ne? Ich habe schon wieder fast die Hälfte meines Erzes ausgegeben für die Lerngeschichte letztes Mal. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig, hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Ha, siehst du? Hier, nimm. Hier, trink einen auf mein Wohl. Es kann nie schaden, ein bisschen Bier oder so dabei zu haben. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Na klar, habe ich kapiert. Wir sehen uns. Habe ich kapiert. So, da drüben, das sieht doch interessant aus. Quatsch ich mal eben mit dem da. Ein Templer. Ich dachte, das ist die Mine des alten Lagers. Hallo, ich rede mit dir. Hör auf zu rauchen. Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Ja, wenn euch Gift Zudem gibt. Ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Die jagen also Minecrawler. Wegen der Zangen. Und ich meine, man kann auch lernen, die Minecrawler-Zangen von denen abzunehmen. Ich weiß gerade einfach nicht wie. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Also ich hätte gerne Erz. 50. Das ist jetzt nicht so. Na, Bolzen, Pfeile. Okay. Überzeugt. Das nehme ich, das Zeug. Ja, das nehme ich. 250. Was gebe ich dir denn dafür? Ich könnte dir so eins geben, da hätte ich 160. Andererseits, das schreie ich ja eigentlich gerade danach, ihm einfach 5 Schwerter zu geben, ne? So, passt das. Wunderbar. Und wer ist das da hinten? Ein Gardist. Ein einfacher Gardist. Erzähl mir was von den Crawlern. Die Drecksviecher machen uns das Leben schwer. Ich weiß nicht, wer mehr Arbeit macht, die Viecher oder die Butler. Ich dachte, die Butler machen hier also. Lass mich mal vor. Im Sinne von die schaffen hier. Nicht, dass die hier die Arbeit machen. Ach, da drüben sind auch noch zwei. Komme ich hier runter? Sieht nicht so aus, ne? Vielleicht da so? Ja. Aha. Tatsache. Hier kann man runterlaufen. Sieht jetzt allerdings eher nicht so vertrauenswert aus, nicht so vertrauenswürdig, dieser Abhang, zumal es direkt nebendran
noch mal ein Stück weiter runter geht. Wobei, es ist nicht so tief, aber es tut bestimmt weh. Ich schnappe einfach mal eine Fackel. So, ein Höllenpilz. Ich meine, man kann auch selber an diesen Erzbrocken sich zu schaffen machen mit einer Spitzhacke. Aber ich glaube nicht, dass dabei Erz rauskommt. Das wäre ja eine super einfache Möglichkeit, Erz zu farmen. Ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Oha, was haben wir denn hier? Ein Nebenschacht, wie es aussieht, in dem Erz geschürft wird. Okay, mal schauen, was die Leute hier so zu erzählen haben. Ein Gardist. Brandig. Hat nichts zu erzählen. Okay. Noch eine Fackel für alle Fälle, ne? Das wäre jetzt ein Nebengang, dass ich hier vielleicht ein paar Minecrawler anlocken könnte, aber das scheint wohl nicht so zu sein. Fackeln. Sag mal Leute, warum lasst ihr die Fackeln da rumliegen? Und warum arbeitest du nicht? Die Wachen erwischen mich nie. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie nicht misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Die Frage ist, wofür? Mal gucken. In Ordnung. Hier sind 10 Erz für dich. Danke! Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Cool. Was denn noch? Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Okay. Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Aha. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Interessant. Ich kann ihn jetzt natürlich auch anschwärzen. Andererseits hat er vielleicht noch nützliche Informationen für mich. Deswegen speichere ich mal vorher, guck, was dann passiert. Hör mal, wenn du nicht da bist, sitzt Aleph die ganze Zeit rum, ohne zu arbeiten. Ist das so? Weißt du, was ich noch viel weniger leiden kann als Faulpelze? Das sind Verräter! Also geh mir aus den Augen! Du hast mich bei Brandig angeschwärzt? Mach, dass du wegkommst! Okay. Ich wollte das nicht wirklich tun, ich wollte eigentlich nur wissen, was passiert. Interessant, dass das dann gleich beide mitkriegen und dass die Wache das nicht mal interessiert, dass der Typ da einfach nur rumsitzt und nichts tut. Vielleicht bezahlt er ja die Wache auch, keine Ahnung. Kann ja auch sein. Okay, wie wäre das, wenn ich ein Stück weiter runterkomme, gibt es irgendwo eine Wache und in einem Stampfer ist ein Heiltrank oder so, ne? Das gucke ich mir doch mal an, wenn ich dort vorbeikomme. Und ganz oben der Typ, der hat Dietriche für mich. Naja, aber Dietriche habe ich jetzt echt genug dabei. Aber ich denke, auf dem Weg nach draußen komme ich bei dem ja sowieso nochmal vorbei. Das werden die beiden oder drei sein, die ich da nicht angesprochen habe, weil ich sie übersehen habe. Und dann werde ich mal gucken, was dort noch so zu holen ist. Vielleicht sind die Dietriche günstiger. Nee, Blödsinn. Es sei denn, es geht außerhalb vom Handelsdialog, dann könnte es natürlich günstiger sein. Eine Kiste. Ach, Ron. Was gibt's denn hier? Was machst du hier?
Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Was machst du? Ich pass auf. So. Okay. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Okay. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. 10 Erz. Nein. Ian schickt mich. Naja, da sollte ich erstmal selber bei Ian gewesen sein. So, wie war das? Wenn ich jetzt weiter unten bin, dann gibt's irgendwie einen Nebenschacht oder so, ne? Was könnte da hier sein? Mit den Tränken. Da ist kein Nebenschacht. Und da drüben ist auch nichts. Gut, dann kann ich nur hier runter. Ah, ich will nicht so nah dran. Ich habe Angst, runterzufallen. Ah, das da unten sieht doch nach Chef aus. Das könnte ihn sein da hinten. Oder einer von denen. Und ist das hier ein Nebenschacht hinter der Absperrung? Wer weiß. Aha, eine Wache. Was passiert denn jetzt, wenn ich mir den Schinken nehme? Nichts. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Hehe, na klar. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Ich sag's doch. Das ist echt praktisch. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Wie praktisch. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Oh, warte mal, hier ist hier ist kein Stampfer, ne? Nö. Ich überspeichere das mal noch nicht. Mist, links war's nicht. Wie jetzt? Links geht nicht. Und rechts geht nicht. So. Links geht nicht. Und rechts geht nicht. Sag mal, dann muss ich den auch nicht weglocken. Und ihm auch kein Bier ausgeben. Aber den Schinken und das Brot, das nehme ich trotzdem. Danke. So, wo ist denn jetzt dann dieser Nebengang? Wenn es nicht der war? Ach da, das könnte natürlich sein. Die Leiter runter. Ich bin gerade unmotiviert, da runter zu gehen. Herzklumpen? Grimes. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Nein. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Viel Glück noch. Nein, das wird sie nicht. Dir auch, Jungchen, dir auch. Nein, das wird die Barriere nicht tun. Ich werde die Barriere besiegen und zerstören. Haha, und hier rauskommen. Da ist Ian. Hey. Spreche ich mal auf 3.
Wen gibt's denn hier noch so? Sollte hier nicht irgendwo... Na, zwei Truhen mit so vielen Sachen nebendran. Ist vielleicht eine blöde Idee. Ganz viel Erz. Cool. Kann ich leider nicht aufsammeln. Schade. Alberto, du siehst aus wie ein Händler hinter dem Theke. Ja, hinter der Theke. Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst. Wenn du Erz hast. Eigentlich will ich ja mehr dein Erz haben. Und die drei Biere will ich auch nehmen. Wie gesagt, es gibt genug durstige Kehlen in dem Spiel. 180. Mist. Wie mache ich das denn? Ich könnte auf 150 hoch, dann bräuchte ich aber noch 30. Das lohnt sich gerade nicht wirklich. Wie kriege ich denn 30 zusammen? Die Fackel ist nichts wert, weil sie an ist. Wie kriege ich 30 zusammen? Na, ist ja auch egal. Dann gebe ich ihm einfach 200. Ist doch egal. Wobei, Blödsinn. Warte mal. Bei dir? Jupp! Wenn ich doch schon dabei bin, dann kann ich doch zum Beispiel auch gerade die Äpfel dazu nehmen. Dann passt das doch. Wunderbar. Vielen Dank. Statt es einfach zu verschenken, nehme ich mir noch ein paar Äpfel dafür. Ich bin jetzt zwar nicht so der dicke Apfelfan, aber hey, besser Äpfel haben als keine Äpfel haben. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können Hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Ich will so eine Waffe. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Und jetzt, wo ich die Liste habe und drauf und dran bin, das alte Lager zu verraten, sollte ich vielleicht die Gelegenheit nutzen, ja, wie du meinst, mich hier nochmal ausführlich umzuschauen. Ach, das war die Leiter von vorhin, ne? Die da, genau. Irgendwo gibt's doch hier einen Heiltrank, meinte Aleph. Aleph? Keine Ahnung. Immer Templar. Wieder dieselbe. Höllenpilz. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Verlass dich. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Ach so. Möge der Schläger. Was hast du zu sagen? Ich wüsste gerne, wie man die Zangen abnimmt. Was liegt an? Abnimmt. Wir sind hier, um die Crawler zu jagen. Dass wir damit gleichzeitig die Butler beschützen, kann allen Beteiligten ja nur recht sein. Was wir aber wirklich wollen, ist das Sekret der Crawler. Aus dem Sekret der Minecrawler-Zangen braut unser Guru Kor Kalom magische Tränke. Ja, das kenne ich ja schon. Ich dachte, von euch kann man vielleicht einer erzählen, wie ich an die Zangen rankomme. Scheinbar ja nicht, ne? Da hinten sind die Crawler. Da will ich jetzt lieber nicht hin. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht fit genug.
aber ich sehe gerade, die Folgenzeit ist voll. Und deswegen sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.